Hallo? Hallo? Ja, wir spielen Shadowman heute, ausnahmsweise mal. Naja, eigentlich spiele ich ja Donnerstag immer Shadowman. Naja, was heißt immer? Ja, ich habe letzte Woche nicht gespielt, weil ich mich geimpft habe. Mir ging es nicht so gut. Aber mir geht's jetzt wieder gut. Die Roboter haben sich jetzt endlich mit meinem Körper verbunden. Und jetzt sind wir bereit, Shadowman zu spielen. Also ich sage jetzt einfach mal, dass wir bereit sind. Und mit wir meine ich mich, weil ihr ja nur dem nicht zuguckt. Bin ich jetzt schon beleidigend? So, Start wird gedrückt mit einer Toleranz. Was ist hier los? Warum geht das nicht? Neues Abenteuer. Ich kann noch nichts erkennen mit der Sonnenbrille. Sehr gut. Abenteuer fortsetzen. Achtung, gespeicherte Daten. Was? Gespeicherte Datei ist von einer alten Version. Was soll das jetzt heißen? Ja, und jetzt? Achtung! Gespeicherte Datei ist von einer alten Version. Wir gehen rein. Ladevorgang. Ah, okay, ich muss die Sonnenbrille absetzen. Ich sehe nichts. Nix sehe ich. Nix. Ich habe mich wie üblich hervorragend vorbereitet. Indem ich natürlich nicht nochmal geguckt habe, wie ich geendet bin. Und ich mich auch gerade jetzt frage. Warum bin ich jetzt hier in diesem Bereich? Das ist doch die 2, ja. Stimmt, warte mal, ich war in der 3. Achso, mir fehlt... Warte mal, Marcel, denk mal ganz kurz nach. Ich habe irgendwas aktiviert. Ich habe irgendwas aktiviert und muss noch irgendwas anderes aktivieren, glaube ich. Die Frage ist... Ist das hier in diesem... Holy shit, Balls! Ist das hier in diesem Bereich? Ich nenne ihn gerne den Zweierbereich. Oder ist es ganz woanders? Das ist so meins, was ich jetzt halt habe, ne? Möchte ich das schlimme Wort mit O in den Mund nehmen? Orientierungslos? Hier, so rattert mein Kopf gerade. Holy shitballs! Hallo, Kollege! Ja, das ist alles... Kann ich hier irgendwo... Geheimnisse. Kann ich hier irgendwo nachgucken, was ich machen muss? Oh, oh, die schlimme Akte. Die Prophezeiung. Nee. Das wird uns nicht... Warte mal. Wie war denn das? Konnte ich nicht? Ich bin noch... Jetzt gehen wir noch mal ganz von vorne durch. Ich bin noch am Anfang... ne? Bin ich doch da runtergesprungen. Vor diesem Falltür. Und bin doch nur den einen Weg gegangen, weil bei dem anderen Feuer war. Da hieß es, da kann ich nachher ran. Aber ich habe ja noch nichts bekommen. Ja, so macht es Spaß.
orientierungslos in einem Level rumzulaufen, das ist eigentlich so das, womit ich gerne meine Freizeit beschäftige. Also nicht beschäftige, sondern Freizeit totschlage. Wie sind die Wörter, die ich benutzen möchte? Ich habe doch hier schon alles erledigt, diesem Gebiet. Man hat doch keine Karte und nix. Ich bin Mensch, ich reg mich selten auf. Ja, dann mach doch! Hier, was ist mit dem Kollege? Warum ist die Tür zu? Das ist ein Trauerspiel heute. Also ist es ja immer, weil es ein sehr trauriges Spiel ist. Deswegen auch, ne? So, ich sehe gar nichts. Ja. Hier, das haben wir alles schon gehabt. Alles schon gehabt. Alles meins, alles. Ja, dann kann man da lang. Was war hier unten? Hier habe ich doch auch schon alles entdeckt. Weil ich ein kleiner Entdecker bin. Ah ne, hier ist nämlich die Lava. Es ist nicht einfach. Mit einer Hand wird schön gesprungen. Ich hab's! Hier lang! Vielleicht. Hallo, ja, genau. Schießt mir in die Rippen rein. Kollege. Dein Freund, Shadowman ist da. Er ist bereit, aus den Schatten hervorzutreten. Mit schlechten Wortwitzen. Nee, da müssen wir warten, da sind wir Profi. Drüber gejumpelt. Ach ja. Ja, das war dieser komische Weg. Ach Mann, ey, hier war ich doch auch schon gewesen. Vielleicht muss ich ja echt in den... Wird Zeit für eine Komplettlösung, Leute? Gebe ich meinen Stolz auf, den ich nie hatte? Ich muss sagen, Private gucke ich ja gerne mal in Komplettlösungen, wenn ich nicht weiter weiß. In solchen Momenten jetzt eigentlich. Ich muss mich vorbereiten fürs nächste Mal, dass ich dann genau weiß, was gemaked werden muss. Weil das ist doch hier, das ist doch... Oder was? Das ist doch hier einfach nur rumtorkeln mit Marcel hier heute. Also ich hatte generell keine hohen Erwartungen, klar. Aber was Neues sehen? Einfach mal was Neues sehen, hä? Was ist hier? Naja, klar. War das das, wo es hier noch oben ging? Nee. Ja, hier war das. Das habe ich alles schon gemacht. Oh, die Tür macht auch Party. Ich hab's. Na, ich nicht. Ich hab's nicht. Genau, jetzt bin ich ja hier, wo ich gar nicht mehr weiß, wo es... Oh, oh, der ist stark. Holy shit, Ballsy.
Komm, Kollege. Mach einen Abgang, mein Freund. Oh, du Schwein. Gott sei Dank. War das knapp? Gott sei Dank. Oder muss ich mich irgendwo hin teleporten? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ist da noch ein Hebel, den ich drücken kann? Warum war ich hier noch nicht drin? Das ist die Armee der Verdammten. Der verfluchten Gefäße der dunklen Seelen. Ich muss sie irgendwie daran hindern, auf die andere Seite des Schleiers in die Welt der Lebenden zu gelangen. Ich muss irgendwie versuchen, dahinter zu gelangen. Ja, Shadowman, jetzt stell dich mal nicht so an, mein Freund. Seelen gehören mir. Und wie viele Türen können wir aufmachen? Immer noch nur zwei. Aha. Ja gut, dann hat sich das ja doch gelohnt. Wer hätte das gedacht? Hier war ich drin. Hier ist ein Kollege. Oh oh. In den Rücken rein, also jetzt mal ganz unter uns Pastorentöchtern. Das macht man nicht. Ja, die Tür, die hätte ich gern auf. Hallo? Was ist das? Hä? Ich kann mich an das hier auch nicht erinnern. Was ist das denn? Ist das ein Fahrstuhl? Das ist eine Besenkammer oder was? Wenn man mal nicht so artig war. Oh, hätte ich ja gar keinen Bock auf so Blackbox. Na, Abend, alles fit? Game? YouTuber. Ja, es ist halbwegs alles fit. Ich bin nur extrem orientierungslos gerade und weiß nicht, wo ich hin soll. Also im Spiel meine ich jetzt. Im Leben habe ich Durchblick. Naja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Oh, nicht schon wieder. Kannst du mich auch einfach Max nennen? Ja, das ist sehr einfach. Okay, Max. Dann musst du mich jetzt hier durchführen. Ich muss diese Tür hier öffnen. Jetzt wirst du sagen, naja, benutze einfach den Schlüssel. Ja, ja, klar, ich weiß. Aber ich hab, ne? Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe doch das Gefühl, ich habe hier alles abgeklappert. Vielleicht bin ich auch, muss ich komplett woanders hin. Das weiß wieder keiner. Hier war ich doch auch schon überall. Oh, ich wollte gerade sagen, wieso kann der da nicht durchschießen? Habe das Game einige Male durch, aber alles weiß ich auch nicht mehr. Ja, okay. Dann betrachte dich einfach als Leidensgenosse. Hier schon mal. Okay, du hast das Spiel schon einige Male durch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich streame. Aber ich habe das Gefühl, das ist schon ein bisschen weitläufiger, ne? Und das ist jetzt, das Spiel hält dich nicht an der Hand, an die Hand, habe ich das Gefühl. Hier war ich doch auch schon. Es gibt ja auch keine Karte oder so. Magst du so Retro-Games? Kannst du dich noch an einige erinnern, die du damals gezockt hast? Na klar, an alle. Hier. Final Fantasy 6. Chrono Trigger.
Das eine Ding mit den Pixeln. Ja, nee, ich weiß schon, was du meinst. Es ist ja auch eine sehr spezifische Stellung. Hier war ich jedenfalls auch schon. Ich bin von da oben gekommen, ja. Hier brauche ich nicht hin. Ach. Tomb Raider war immer nice, ja. Das stimmt. Die Rolle fand ich immer geil mit den Pistolen. Und dann hast du die Rolle gemacht, schön weggesprungen, weggehechtet. Und schön ins Verderben rein. Ich fand immer geil, wenn du gerannt bist und dann einfach gegen die Wand gelaufen. Die Geräuschkohle ist immer cool. Ich hab's auch gleich. Onimusha war auch immer geil, das stimmt. Ich hab's nur mal bei einem Kumpel gesehen, weil ich hatte tatsächlich keine PlayStation 2 gehabt. Ich hatte ein GameCube. Habe ich auch nicht bereut. Aber ja, eine PlayStation ist natürlich auch ziemlich nice. Ich habe überlegt, ob ich mir das Remake kaufe von Onimusha. Aber ja, habe ich mich noch nicht durchringen können. So, jetzt sind wir hier. Und das ist, bedeutet ja, dass wir immer noch keine Ahnung haben, wo wir hin müssen. Hier ist die Lava. Achso, hier kommen wir dann auf die andere Seite. Ja, das wollen wir nicht. Kann ich mich irgendwie teleportieren? Ich kann mich doch hier den Teddy benutzen. Irgendwas hat sich verändert. Kann ich mich nicht irgendwie hier... Kathedrale des Schmerzes, ja. So, das geht's mir gerade. Das ist in meinem Herzen gerade, Kathedrale des Schmerzes. So, danke für den Follow. Ich nehme an, das warst du gerade, Max. Das ist sehr nett. Nur so zur Erinnerung, das ist ein Kanal, hier streamen mehrere Leute. Also nicht erschrecken, falls du mal ein anderes Gesicht siehst, außer das hier. Genau. Ich mach einfach mal hier hin. Oh, genau. Zum Beispiel PC-Building Simulator wird auch momentan gespielt. Man denkt erstmal, hä, das ist Quatsch, aber das ist irgendwie gerade zum... Ah ja, das ist hier. Gerade zum Einschlafen eigentlich ganz cool. Okay. Laufe ich richtig? Ich will zurück. Ja, ich will zur Bahn. Ich will mal wieder ganz zum Anfang. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas verbaselt. Drücke den Knopf. Danke. Ach, von Onimusha kannst du mir den ersten und den dritten Teil kostenlos geben, naja. Ja, ist sehr lieb, aber musst du nicht. Also, ich wollte es, warte mal, auf was war? Ich wollte es auf der Switch spielen, glaube ich. Also, du kannst es gerne auch Leuten schenken, die das vielleicht wertschätzen, weil ich habe es ja nie gespielt und dann sage ich, das ist ein schlechtes Spiel oder so, weißt du, und dann bist du gekränkt. Dann schreie ich rum, du schreist rum und keiner hat gute Laune mehr, auf immer. Dann ist die Stimmung auf immer mal aber so richtig im Keller. So, jetzt wird wieder getanzt, ja. Ich hätte letzte Woche einfach spielen sollen. Ich bin so am orientierungslos sein. Lasst mich bitte. Wie war denn das? Ey, auf alle Fälle, nächste Woche muss ich auf alle Fälle eine Komplettlösung mir angucken. Das ist nicht mehr feierlich, was hier abgeht. Einfach, Leute, wenn ihr es auf YouTube guckt, dann wirklich skippt die Folge einfach, hier passiert eh nichts mehr. Also ja, vielleicht kommen wir in Zukunft, ich und sag noch, guckt das auf alle Fälle, dann wird das rausgeschnitten. Als wenn ich irgendwas schneide. Ja. Komm schon. Ach stimmt, warte mal, ich erinnere mich. Ich hab doch hier gar nicht gespeichert, Leute. Wartet mal ganz kurz. Ich war doch unten beim Wasser mit Kanalzeug. Ich glaube, ich habe nicht den letzten Spielstand geladen, Leute. Das ist doch eine Sache.
Obwohl, das Spielzeit 3 Stunden. Nee, doch. Hä? Ich war doch unten im Wasser. Das war das letzte. Also, das letzte, ne? Haupttor. Oh, sorry. Dafür zahle ich ja nichts. Ah ja. Ah, jetzt würde mich interessieren, wieso hast du die denn? Also als Geschenk oder was? Wenn du Shadowman magst, dann magst du auch Onimusha-Teile. Aha. So, Leute. Wie, was? So, jetzt mein Kopf. Streng dich an, Marcel. Wie bist du ins Wasser gekommen? Der hat ja am Anfang gesagt, das ist eine alte Version, die du dann lädst, den Spielstand. Vielleicht. Aber das ist ja der letzte hier. Das ist das Experimentierräume. Warte mal. 3 Stunden 11. Da ist er doch. Das ist es doch. Ich hab's durch. Nee. Ich raff hier gar nichts mehr. Wie komme ich ins Wasser? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß gar nichts mehr. Kann ich mich noch irgendwo anders hin teleportieren? Oh, ist das heute eine wackelige Folge? Das ist ja ekelhaft. So, wir gehen jetzt nochmal zum Haupttor. Komm schon, Angsthase! Du schaffst es! Kooperation mit Capcom habe ich! Ja, dann musst du halt irgendwas richtig machen in deinem Leben auf alle Fälle. Ich muss Capcom einfach erwähnen und eine kleine Werbung machen, für die machen. Und sagen, Ah, okay, das ist ja interessant. Das ist natürlich, ja, da hast du, also, ne, Capcom ist doch nicht verkehrt. Muss ich sagen. Wie hast du die E3 wahrgenommen? Das würde mich nur interessieren. Waren da Highlights für dich dabei? Genau, warte mal, wo muss ich lang? Links oder rechts? Wo war das Feuer? Obwohl, der sagt doch denn eh wieder, dass es zu heiß ist. Also klar, der Elden Ring-Trailer, was ich eben sagte, ich habe gefragt, wie du die E3 fandest. Ob da Highlights für dich dabei waren. Und ich habe mich über die Capcom Corporation, also nicht Corporation, sondern, ich bin falsch gelaufen, über Capcom Kooperation, die du hast, habe ich mich ausgelassen und finde ich sehr gut. Also beneidenswert. Genau. Ja, E3, was finde ich gut an der E3? Also Nintendo fand ich, da waren Sachen dabei für mich. Sowas wie WarioWare fand ich cool. WarioWare fand ich cool. Klar, Zelda, den Trailer fand ich auch cool von Breath of the Wild 2. Ja, dann so Kleinigkeiten halt noch, ne? Bei der PC Gaming Show waren auch so Kleinigkeiten dabei. Ich habe mir die Namen oftmals nicht gemerkt. Wie hieß denn das? Auf alle Fälle so kleine Pixelspiele, die sahen sehr interessant aus. Ja, ne? Ich habe das Gefühl, habe ich hier... Ach nee, das war ein anderes Feuer. Scheiße. Dann wird das wieder das gleiche machen. Ja. Daran verbrennt man sich ja. Ich komme hier einfach nicht vorbei an den Dreck. Weißt du, wie man hier vorbeikommt? Also, was ich dafür brauche? Habt ihr per Flüstern den ersten und dritten Teil gesendet? Das ist sehr lieb. Danke.
Habe die drei nicht angeschaut. Bin auch ehrlich gesagt nur einmal auf so einer Messe gewesen. Aha. Ja, du kannst feuerfest werden. Weißt du, wo das war? Das würde mich nur interessieren. Also so auf so Messen war ich auch nicht. Ich bin ja auch, was Menschen angeht, also Menschenmassen, das ist jetzt nicht so meins. Aber ich verfolge das gerne mal über Videos. Alter, was ist denn heute? Was ist denn das heute für eine Folge? Ich stream wie lange jetzt schon? 20 Minuten. Ich habe nichts erreicht. Es ist so ein kleiner Wohlfühlstream, würde ich sagen. Es geht ja auch nicht immer darum, irgendwas zu erreichen. Sondern orientierungslos rumzueiern. Okay. Reich der Toten. Kann ich wie viel... Oh, scheiße. Wie viel kann ich denn aufmachen? Wie viele Türen kann ich aufmachen? Holy shit. Hört mal auf, hier jetzt rumzuschreien. Ich glaube, das wird heute eine kürzere Folge und dann nächste Folge verspreche ich euch nichts. Aber ich werde dann halt nachgucken etc. pp. So, ich kann immer nur noch... Ja doch, warte mal, ich kann doch jetzt drei Türen öffnen. Eine Dreiertür kann ich öffnen. So, das ist doch schon mal was. Eine Dreiertür. Die Frage ist, wo war eine Dreiertür? Dass es hier keine Karte gibt, macht mich ja echt wahnsinnig. Okay, 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 okay. Wir konzentrieren uns jetzt mal ganz lange und ganz intensiv. Reich der Toten? Mhm. Da ist doch dieser Alf-Typ, ne? Der die Synchronstimme von Alf hat. Vielleicht sagt der mir nochmal, wo ich hin muss. Komm schon, Angsthase! Ich hab keine Angst, ich hab starke Knochen. Hier, der Kumpel. Hallo? Lange nicht gesehen, Michael, was? Ich habe endlich eine dunkle Seele gefunden und an mich genommen. Nettie hatte recht. Noch nie zuvor habe ich einen so brennenden Hass und eine derartige Verderbtheit verspürt. Mhm. Das dunkle Feuer brennt in mir so heftig, dass ich befürchte, es könnte mich verzehren. Und doch erfüllen mich diese finsteren Flammen mit Freude. Meine Fähigkeit, meine Schattenkräfte zu kanalisieren, ist gewachsen. Und ich fühle mich so viel... Gefährlicher? Genau. Pass bloß auf, Mikey. Die Macht der dunklen Seelen ist sehr groß und sehr, sehr böse. Und darum musst du sie finden, bevor es ein anderer tut. Dann habe ich keine Zeit mehr zu verlieren. Dann habe ich persönlich keine Zeit mehr zu verlieren. Also sagst du noch was, Kollege? Alf? Ich bin ein Superstar aus den 90ern, irgendwas in der Richtung. Hallo? Das ist alles? Sag mir mal, wo ich hin muss, Kollege. Nix? Ja, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Ich komme leider wirklich nicht mehr drauf. Wo war das mit dem Tauchen? Ich bin runter. Das war so richtig unterirdisch. Das ist alles. Das ist eine Farce hier. Das ist ein Trauerspiel. Ein Trauermarsch. Haupttor. Komm schon, Angsthase. Sei kein Angsthase. Haupttor. Mhm. Ach geil, stimmt. Was passiert jetzt? Wo ist denn das jetzt bitte aufgegangen? Hier.
Leute, ist das ein neuer Bereich oder was? Ne, hier war ich noch nicht. Geil! Fortschritt! Wo ist er hin? Der Fortschritt. Na fort! Oh, das ist eine Abkürzung. Das wollt ihr. Nö! Nö! Och, das ist jetzt nur ein Shortcut oder was? Ach du liebes Lieschen. Ach, das ist ja traurig. Wisst ihr, das Glück kann man mir echt schnell. Huh! Haben wir hier eine zweite Chance bekommen? Wenn wir wissen, wo. Ah ja, hier. Ach ja, dann halte dich doch bitte fest. Das ist alles. Gibt's hier nicht irgendwie einen Knopf, der heißt hier, das musst du als nächstes machen? Ich bin so solche Spiele nicht mehr gewohnt. Und wenn, dann spiele ich sie meistens an ein Stück. Hier ist nichts, ne? Weißt du, wo der große runde Raum ist, wo die Lava auf dem Boden ist und so? Ja, da war ich ja eigentlich gewesen. Da war ich gewesen. Gerade eben. Ja, das müsste ich hinkriegen. Das kriege ich hin, das schaffe ich. Na klar. Das kriege ich hin. Das schaffe ich. Das war doch das Ding, was ich da so übelst dreht. Ich habe das Gefühl, der teleportiert sich immer woanders hin. Da kannst du die Kraft bekommen, Feuer zu berühren. Du kannst zwar noch nicht durchlaufen, aber kannst sowas schon berühren. Ah ja. Ja, das ist ja genau, dann kommen wir da weiter. Also, wenn wir das haben, dann kommen wir schon mal weiter, ja. Ich hab's. Warte mal, nee. Ich teleportiere mich mal zum Haupttor, weil ich konnte doch dann so da durch. Die Kraft ist dafür da, die Lavakisten rumzuschieben und so. Mhm. Also Lavakisten habe ich noch nicht gesehen, glaube ich, aber... Ach so, doch, habe ich. Eine habe ich gesehen. Wo habe ich die denn nochmal gesehen? Habe ich heute auch schon gesehen. Ja, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle kann ich ja dann auch diesen Ring berühren. Die Tonne. Und dann da rum langlaufen, langkraxeln. Naja, klar. So, das wird dann nur 40 Minuten bis 3 Stunden dauern, bis ich den Raum gefunden habe. Aber sonst sollte das doch klar gehen. Und wo genau soll das sein in dem Raum? Weil ich war da ja schon gewesen und habe da nichts gefunden. Bitte kein Rave. Bitte lass mich mal kurz. Danke. Ja... Naja. Okay,
Okay, da haben wir schon mal den Zug, das ist gut, weil ich glaube, der Lavaraum ist in dem Zweiergebiet. Holy shit, ihr kleinen... Bitte nicht. Gott sei Dank. Holy shit. Mann! Alter Verwalter, das war ein Trickshot. Sag mal. Hoppla. Hoppla. Ach ja, das Spiel macht's mir heute mal richtig einfach. Du musst ein Rätsel lösen, damit du es triggerst. Ja. Also was mich auf alle triggert, ist das Spiel heute. Wo ist denn das Rätsel? Auf diesen rotierenden Ding oder wo? So langsam fühle ich mich so, wenn man so früher so Präsentationen gehalten hat, wo man erst zu Hause dachte, ja, das wird easy, das schaffe ich locker. Und dann hält man die Präsentation und merkt so, ich habe nicht so ein gutes Gefühl gerade. Lass mich. Ciao, Kakao. Lass mich rein. Tür 2. Danke, ciao. So. Ja, das ist doch schon mal etwas. Lasst mich durch. Ich bin Arzt. Michael, streng dich an. So, hier waren wir heute schon zum 10. Mal. Ciao, Kakao. So, Leute, ich hab's eilig. Los, jetzt lass mich mal schön hier durch. Aber ich muss sagen, ich wäre auch richtig wütend, hätte ich nur Haken als Arme, also als Hände. Dann wäre ich auch sehr wütend. Spring! Verdammt! Ja, das ist korrekt, Michael. Verdammt. So, jetzt holen wir mal ein bisschen die Streetrun-Strats hier raus. Jetzt wird sich nach vorne gelehnt. Ach nee, ich kann mich nicht nach vorne legen wegen dem Greenscreen. Jetzt wird sich nach hinten gelehnt. So wie das jeder konzentrierter Streetrunner macht. Streetrunner. Speedrunner. So, Marcel, jetzt wird F5 gedrückt. Jetzt wird F5 gedrückt. Kein Problem. Ich hab's noch nicht so ganz. Ja, jetzt sind wir hier. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja. Oh. Vielleicht. Der Mitte ist da in dem Raum ja so ein Riesending, ja. Ach, da ist ein Ring irgendwo. Okay, da kann man sich reinstellen. Aha. Da muss ich dann mal schauen, ob ich den finde. Michael! Yeah.
warte, hier, warte mal, hier war das Wasser, glaube ich, oder? Wo ich so tauchen konnte. Aha. Auch gut zu wissen. Das merken wir uns für nachher, aber wir gucken uns jetzt erstmal den Feuerraum an. Sehr gut. Leute, Progress. Wie merke ich mir das nochmal? Achso, ja, ich war da. Mhm. Das kriege ich schon hin irgendwie. Naja, vielleicht auch nicht, so wie ich mein Gehirn kenne. Den musst du aber erst, wie gesagt, durch Knöpfe drücken in den Raum triggern. Mhm. Ja, ich werde trotzdem erstmal hinlaufen, um dann festzustellen... Warte mal, wisst du was? Ich mache hier schnell speichern. Und falls ich da nicht weiterkomme, dann mache ich schnell laden. Und dann ist mir das doch, ehrlich gesagt, ziemlich egal. Was ist hier nochmal? Was ist hier nochmal? Ich bin ja Mensch, ich lasse mich generell nicht so oft ablenken. Warum ist da eine Seele? Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe irgendwie der... Ich habe einen falschen Spielstand geladen. Aber das war der letzte, den ich hatte. Naja, du. Solange wir Progress machen, ist mir das doch alles egal. Stimmt, da unten war ich gewesen. Ja, wieder so ein komischer Raum, der nichts bringt. Das ist, glaube ich, ein Fahrstuhl. Ja, ne? Und dann habe ich die Orientierung verloren. Ja, ich bin hier, genau. Das sind die Maskenbildner hier, ja. Okay. Das ist ja interessant. Warum waren die beide draußen und der hier drinnen eingesperrt und Delektot da? Was hast denn du gemacht mit denen? So, wir wollten uns weiter ablenken lassen, genau. Ja. Das ist wirklich Kunstunterricht gerade. Tut mir leid. Ich hab's. Stimmt, die kann man ja kaputt machen, die Dinger. Und das hat nichts gebracht. Nee. Ja, dann ciao! Was war hier noch irgendwas? Warte mal, das erinnert mich doch. War ich hier nicht? Was ist jetzt los, Kollege? Also irgendwie erinnert mich das an irgendwas. Nee. Das ist eine andere Stelle. Obwohl. Hallo? Okay, hier kann ich, aber ich glaube, das. Da war ich. Da war ich auch. Können wir nur hier lang?
Und wir sind wieder in dem Wasserraum. Mhm. Das war auch eigentlich einfach gewesen, zum Feuerraum zu kommen. Hm. Das ist ja wirklich noch schlimmer als Subnautica. Was Orientierung angeht. Komm schon, Dampf. Oh Gott. Komm schon, Michael. Okay. Kein Problem. Oh, oh. Wollte ich zu viel? Michael! Okay. Kein Problem. Ja, mir wäre es wichtig, den längsten Weg zum Feuerraum, den es gibt, zu wählen. Das wäre so das, was ich vorhab. Holy shit, Michael! Also, da muss ich gleich mal speichern vor lauter Schreck. Okay, Michael. Spring! Achso, ich hätte... Egal. Ich hatte eigentlich da auch mich langhalten, also einfach nur festhalten. Ja. War das nicht? Doch, da. Da geradezu ist doch der Lavaraum. Ja, lava mich nicht voll. Na klar. Da bin ich doch gerade lang gelatscht. Hier, und da ist er doch. So, und hier sind jetzt Knöpfe. Das ist der Raum, von dem wir hier sprechen, ne? Wenn ich ein Knopf wäre, wo wäre ich denn dann? Ist das ein Knopf? Achso. Das Grüne da? Aber das kann ich doch nicht. Nee, nicht der Raum. Noch ein anderer Raum. Ja, dann, dann... Was mache ich denn dann? Spieladen? Und dann gehe ich... Ups, dann gehe ich zum Wasser. Weil ich leider nicht weiß, wo der andere Raum ist. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber ist nicht... Ich gucke dann in der Komplettlösung nach. Dann habe ich jetzt weniger Stress. Und ich habe ja hier einen Weg, wo ich auch nochmal lang kann. Ach so, scheiße. Ach doch, hier. Nee. Sag mal, Alter. Langsam werde ich sauer. Das Wasser war doch hier gewesen, oder nicht? War das unten? Bin ich komplett Banane in der Fresse? Ja, Michael. So nicht, mein Freund. Denn es ist hier. Hier ist das Wasser. Ja, sag ich doch. Ab, Ränder. Und man konnte, glaube ich, relativ zügig schon auftauchen. Naja, gut, vielleicht auch nicht. Okay, hier ist nix. Das habe ich alles letzte Mal schon gemacht und ich habe eigentlich da unten gespeichert. Deswegen verstehe ich nicht, was das soll.
Du musst zum Tempel des Feuers. Okay. Ich glaube, hier beim Wasser ist wahrscheinlich nicht der Tempel des Feuers. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass... Holy shit, Balls! Ach, hier, guck, kann ich hier schon hoch? Stimmt, ich bin nämlich letztes Mal hier rumgetaucht. Und das muss ich vielleicht gar nicht. Kann ich hier schon... irgendwo hoch? Nee, natürlich nicht. Abflug. So, haben Sie einen Klempner bestellt? Oh, ja, das wurde immer vertrackter hier, der Quatsch. Okay, wir können hier lang. Lasst mich in Ruhe. Ihr kleinen Mäuse. Ja, schwimmen wir hier geradeaus weiter. Genau. Dann gab es hier ein kleines Weglein. Und hier ist die Sackgasse. Ja, wir haben noch alles im Griff. Hier unten habe ich die Orientierung noch. Gar kein Problem. Das sollte ja kein... ne? Das ist ja irgendwie... Das ist ja was. Ich glaube, jetzt kann ich langsam hochtauchen. Ich glaube, hier war die Sackgasse. Und dann sind wir hier oben. Na, guckt mal, ey. Sag ich doch. Hast du ein Problem? Oh, oh, von beiden Seiten. Das ist feige, Leute. Das wisst ihr auch. Das wisst ihr auch alleine, dass das feige ist. Das muss ich euch nicht sagen. Holy shit, ihr Schweinchen. Eigentlich hattet ihr das in der Benimmschule, dass ihr das nicht dürft. Der raved wieder ein bisschen. Ciao. Danke. So, das ist jetzt aber alles Neuland. Weil da kann man mit dem Teddy hin, wenn man da schon war. Mhm. Nee, den Feuerraum habe ich nicht im Teddy drin, leider. Ich habe den anscheinend noch nicht gefunden. Leider haben wir von unterschiedlichen Räumen gesprochen. Ich hab's. Ja. Was ist denn hier? Mach das mal kaputt. Nee. Okay. Kann ich da runter? Kann ich da hin? Das war jetzt wahrscheinlich dumm, ne? Los, tauch! Tauchen! Kollege! Runtertauchen! Alter, das Spiel, wirklich. Also ich lieb's, aber Orientierung ist hier Mangelware. Ja, hier konnte ich runter. Ja, hier ist wieder, hier sind wir wieder am Anfang. Ja, Kollege, dann bitte einfach mal hier klettern. Achso, hier unten kann ich noch hin. Ja, weiß ich doch. Kein Problem. Ich hab, wie Politiker sagen, alles im Griff. Ich schaukel das hier schon. Sir, ich glaube, Sie haben gar nichts im Griff. Nö.
Ach, das ist nur so ein rotes Ding. Ich dachte, das ist was Krasses. Ja, weiß ich jetzt nicht. Quick Save. Aha. Kollege, dann drücke bitte. Ja, hier ist doch eigentlich ganz nett. Kann man hier runter? Michael? Tauch mal hier runter. Ich mag ja Unterwasserlevel, muss ich sagen. Ich liebe das. Viele hassen das. Ich liebe das. Schwein. Voll wirklich, wie schnell ich mich auch hier ablenken lasse. Das ist klar, dass ich keine Orientierung habe, wenn ich hier immer kreuz die Quere laufe. Hört auf, die Leute zu quälen! So, ich befreie euch. Ich würde euch auch gerne in Ruhe lassen, aber leider lutscht ihr immer mein Leben weg. Oder? Na, du scheinst cool zu sein. Bist du cool? Okay. Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Aber weiß man ja nicht. Heutzutage weiß man ja nicht. Also der Feuerraum, wo man auf diese Platten springen kann, die dann in die Lava sinken. Ja, jetzt klingelt doch wieder was, muss ich sagen. Da waren so Plattendinger, ja, ja. Aber wo war das? Oh, Cutscene! Das war nicht gut. Achso, ist schon vorbei. Duke Nukem hatte auch Unterwasserlevel. Ja, hab ich, irgendwie kam es nie dazu, dass ich das gespielt habe. Was ist denn das? Okay, das ist so ein... Ich wollte ja eigentlich sagen Centaur. Also eigentlich ist irgendwie ist es ein Centaur. Aber der hat irgendwie... Was sind das für Vorderfüße? Also seine Hinterbeine sehen ja ganz normal aus, aber dann hat er irgendwie ganz kleine... Na gut. Ich bin nicht hier, um Leute zu judgen, wie man so schön sagt heutzutage. Ciao. Okay, hier ist Lava, vielleicht, ne? Wahrscheinlich muss ich doch erst in den anderen Raum. Aber jetzt sind wir schon mal hier. Was ist hier eigentlich los? Nochmal das Gleiche. Wie spät ist denn das? Okay, ich habe jetzt schon eine Stunde. Ja gut, durch die Orientierungslosigkeit merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. Okay, Duke Nukem ist geil, kannst du echt empfehlen. Ist, aber Duke Nukem Forever ist nicht so geil, ne? Da hat man ja nicht so coole Sachen gehört. Hey, vielleicht hilft mir das weiter. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Das ist nämlich ein Wunschspreizer. Eins. Wir wissen alle, was ein Wunschspreizer eins macht. Der spreizt den Wunden mal so richtig. Ja, klar. Wunschspreizer Nummer 1. Das ist eine Waffe, oder? Was wird das sein? Was ist das für ein Spiel?
So, Leute, wer will Wundengespreiz bekommen? Du? Okay, ist, glaube ich, doch keine Waffe. Okay. Abbruch! Es ist keine Waffe! Okay, ist vielleicht ein Schlüssel oder sowas. Also ein Schlüsselobjekt. Wie das andere Ding, was wir schon haben. Ja, Kollege, hör auf zu schreien und stirb. Dankeschön. Ach ja, so lange Gänge mit ganz vielen Abzweigungen, das ist ja genau meine Welt. Hallo? Nix. Okay. Hallo? Nix. Okay. Ekelhafte Skulpturen, die müssen erstmal weg. Da ist ein Kollege. Da sind zwei Kollegen. Okay, die alten Teile sind 1000-mal besser, also 100-mal besser als Duke Nukem. Aber macht Bock, meinst du? Mhm. Und du sagst, es ist gleich schon 23 Uhr. Ja. Ja, dann müssen wir in die Haie gehen, ja. Ach hier, scheiße auf die Skulptur. Hier ist nichts mehr, ne? Von warum rege ich mich eigentlich immer noch so auf? Ich meine, das ist jetzt ein neues Gebiet. Es ist alles cool. Wir haben Orientierung. Naja, nee. Aber wir haben ein neues Gebiet. Und mir graut es ein bisschen davor, die Komplettlösung anzugucken. Bitte nicht tanzen! Heute kein Tanz. Ciao. Ja, komische Maschinen, mit denen man nicht interagieren kann. Ciao. So, hier wird der Knopf gedrückt mit einer Selbstverständlichkeit, die es so in Deutschland nirgendwo ein zweites Mal gibt. Drücke. Hier, der Wundspreizer wird sowas nämlich sein, denke ich mal. Oh, ihr Schweine. Ja, denn mach auf die Luke. Ihr wirklich. Ihr kleinen... tollen Monster. Sag mal. Wann stirbt der denn mal? Treffe ich den nicht oder was ist los? Alter, du Hund? Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Unvorstellbar. Ich weiß, manchmal sind Sachen unvorstellbar. Jetzt sag mir nicht, dass ich da bin, wo ich denke, dass ich bin. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt passieren konnte, dass meine Motivation weiterzuspielen schlagartig in den Keller gesunken ist. Wahrscheinlich, weil ich jetzt wieder hier in diesem Gebiet bin. Und ich schaue auch gerade auf die Uhr und es ist jetzt schon eine Stunde vergangen. Ich weiß, sonst spiele ich immer 2 Stunden, aber die Zeit. Und dann kann ich im nächsten Teil auch die Komplettlösung mir noch anschauen. Und hoffentlich dann mit frischem Wind weiterspielen. Also, ja, was soll ich sagen, Leute? Es ist Zeit zu gehen, wenn es am schönsten ist, ne? Ja, aber Max, danke, dass du da warst und dem Ganzen beigewohnt hast. Und auch für die Keys, auch sehr, sehr nett von dir. Nicht, dass das notwendig war. Es war auch so sehr schön mit dir. Ich wünsche dir auf alle Fälle noch einen schönen Abend und den anderen auch viel Spaß. Guckt gerne auch die anderen Videos von den anderen Leuten und guckt auch gerne mal bei YouTube vorbei. Dann kann man die anderen Let's Plays gucken, wem das interessiert. Tschüss! Alles wird gut, solange, weiß ich nicht, solange ihr wild seid, ne? Oder so. Kennt das noch jemand? Ciao.